Und wir schauen, was wir hier machen können. Getreideheber. Da ist auch ein Hinweis auf ein Prepper-Versteck, wenn ich das richtig sehe. Und Gegner haben wir auch am Start. Unentdeckt müssen wir das ja nicht machen. Das ist kein Außenposten, aber ich versuche natürlich trotzdem leise zu bleiben. Beziehungsweise wisst ihr, was wir auch mal ausprobieren können? Das habe ich auch noch nicht gemacht bisher im Spiel. Man muss ja auch immer wieder neue Dinge probieren. Man kann, glaube ich, Gegner auch ausschalten, indem man denen diese Dinger nicht auf den Kopf haut. Oh, jetzt guckt er. Nicht auf den Kopf haut, sondern auf den Kopf schmeißt. Das probieren wir jetzt mal aus. Pass auf. Ah ja, okay, ich kann ihn abwerfen. Aber er stirbt dann nicht. Achtung, Brüder! So. Dann übernimmt das jetzt der Hund. Wir wurden entdeckt. Das heißt, ich kann jetzt auch um ihn ballern. Na okay, also das mit dem... Ich denke mal, wenn man es gegen den Kopf macht, dann tötet es auch. Aber so wie in dem Fall, einfach gegen den Rücken zu werfen, lenkt ihn halt nur ab oder irritiert ihn oder wie auch immer. Da ist ein Wolf in dem Käfig, da müssen wir aufpassen. Zack, Wurfmesser in den Kopf. Zack, Takedown. Und das hat Boomer sogar noch übernommen. Das war's auch schon mit den Gegnern hier. Finde den Schlüssel zum Lagerhaus. Gelange ins Lagerhaus. Achso, den Schlüssel hatte wahrscheinlich der Sekten-VIP. Deswegen habe ich den jetzt direkt eingesammelt. Ja, also man kann halt diese Dinger... Entweder man schlägt damit halt einfach den Schädel ein. Das geht natürlich. Takedown geht auch. Man kann die aber halt auch schmeißen. Man kann damit quasi den Gegner irgendwo hinlenken, ablenken. Ja, sogar töten, denke ich mal, wenn man gut trifft. Hier liegt ein Schlüssel. Wobei wir ja Schlüssel gar nicht brauchen, wie wir gelernt haben. Wir können uns ja überall reinspringen. Aber gut, wenn man mit dem Schlüssel reinkommt, umso besser. So, und hier ist er auch schon. Übernimm den Witwenmacher. Das war ja dann eine leichte Nummer hier. Einmal die Gegner wegballern. Zack, Witwenmacher holen und raus hier. Wir müssen diesen Ort übernehmen, aber da ist ein Heide mit Scharfschützengewehr, der uns das Leben zur Hölle macht. Passt auf euch auf. Oh, wo denn? Wer denn? Ein Heide mit Scharfschützengewehr. So, hier ist nämlich noch ein Hinweis auf ein Prepper-Versteck. Das nehmen wir auch noch mit. Wenn du das liest und ein Peggy bist, dann habe ich dich im Visier. Wenn du beim Widerstand bist, dann komm hoch und triff mich im Getreideheber. Ich habe ein paar Sachen, die du gegen die Sekte einsetzen kannst, aber pass beim Hochkommen auf, wo du hintrittst. Ich habe viele kleine Freunde, die nicht gestört werden wollen. Wespennest. Ah, Moment. Das ist ja gut, dass ich das noch gecheckt habe. Das machen wir nämlich dann natürlich, bevor wir den Truck mitnehmen. So, hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig, glaube ich. So. Er hat viele kleine Freunde, die nicht gestört werden wollen. Oh ja, ich sehe schon, was nicht gestört werden will. Wespen. Die sollten wir tatsächlich nicht stören. Sonst haben wir, glaube ich, ein Problem. Weil die Dinger, diese Wespennester aus meiner Erfahrung so früher und so, die sind tödlich. Wenn wir da nicht aufpassen, dann killen die uns. Oh, shit. Ei, das war knapp. Das Ding direkt vor meiner Nase. Jetzt haben wir das Problem, hier ist ein Tresor. Ich kann keine Tresore öffnen. Nur mit Sprengen. Ich habe noch keinen... Habe ich vielleicht genug Punkte dafür? Hier, der Schweißbrenner wurde dem Werkzeugrad hinzugefügt. Öffne Safes und repariere Fahrzeuge damit. Das sollten wir wahrscheinlich mal skillen. Safes öffnen, oder? Das müsste doch theoretisch funktionieren dann. So, wo haben wir den? Hier, Schweißbrenner. Den brauche ich. Das scheint zu funktionieren. Ja, seht ihr, muss man notfalls mal schnell seine Vorteilspunkte raushauen und eine Lösung finden. Damit kommen wir nämlich an den Tresor. Jetzt habe ich aber das Problem, ich komme ja jetzt nicht weg hier. Oder kommen wir da irgendwie drüber? Oh, das war, glaube ich, eine dumme Idee. Ah, es hat geklappt. Nee, alles gut, dann hätte ich mir den ganzen Stress ersparen können. Aber jetzt haben wir jedenfalls den Schweißbrenner und können auch Tresore öffnen. So, hier können wir doch bestimmt durch. Ja, so ist es. Noch ein Nest. Alles voller Wespennester. Wenn wir hier einen falschen Schritt machen, sind wir sowas von Geschichte. So, hier springen wir rüber. Dann springen wir hier rüber. Da ist noch ein Wespennest. Hier ist noch ein... Oh Gott. Hilfe. Erste Hilfe-Set. Ja, falls man es verkackt hat, kriegt man zumindest erste Hilfe. Noch ein Wespennest. Wir kommen noch höher. Jetzt geht's hier noch hoch. Und damit haben wir auch das Versteck gefunden. Wespennest. Also die Prepper-Verstecke finde ich jetzt echt ganz cool, muss ich sagen. Oh, Goldmedaillenskin. Die Prepper-Verstecke finde ich ganz cool, weil die tatsächlich oft auch so ein bisschen Rätseln brauchen. Oder sag ich mal, man muss erst den Hinweis finden und dann muss man oft noch irgendwie einen besonderen Weg reinfinden. Zum Beispiel bei dem einen musste man von ganz oben mit der Seilrutsche. Bei dem anderen musste man die Garage irgendwie aufkriegen, indem man übers Seil. Jetzt hier mussten wir irgendwie durch diese Wespennester durchklettern, ohne zu sterben.
Also die sind eigentlich ganz lustig gemacht und am Ende gibt's halt auch immer Vorteilspunkte Geld, das lohnt sich also auch und... Doch, also Prepper-Verstecke finde ich eine coole Sache. So, aber wir waren nicht hier wegen dem Prepper-Versteck, sondern wir sind natürlich hier... shit, um zu sterben, ja genau. Boomer denkt sich auch, was für ein Idiot, Alter, springt da runter und stirbt. Dankeschön, mein Schatz. Dankeschön. So, wir waren ja nämlich eigentlich hier wegen dem Truck. Das Lagerhaus muss verschlossen bleiben und der Zugang ist beschränkt. Wer unbedingt rein muss, kann sich den Schlüssel im Werkstattzelt abholen. Ja, den Schlüssel haben wir ja schon. Aber klärt das bitte vorher mit dem Täufer. Wir können uns bezüglich des Witwenmachers keine Nachlässigkeiten erlauben. Der Witwenmacher hat zwei fette MGs vorne dran montiert. Ein dicker LKW mit Flammen und amerikanischen Symbolen hier mit Adler drauf und was nicht alles. Los geht's. Alright, Baby, wir haben den Witwenmacher. Los geht's. Durchbricht die Straßensperre und schießen kann der Truck auch. Es ist ein verdammter Truck, an dem man Maschinengewehre montiert hat. Was will man mehr? Wir haben den Witwenmacher geklaut. Sperrt die Straße in Richtung Fuß End. Lasst niemanden durch. Der fährt halt einfach durch. Der fährt einfach durch die Straßensperre. Das ist ihm egal. Heilige Scheiße, du hast den Witwenmacher zurückgebracht. Jetzt wird dir die Insekte die Hölle heiß machen. Ja, wir schießen. Nee, ich bin nicht schüchtern. Wir schießen einfach alles weg. Wofür hat der Truck denn Kanonen vorne dran? Das ist einfach ein absolut dickes, fahrendes, Straßensperren wegräumendes Monstrum, ich sag's euch. Jungs! Der Witwenmacher kommt und er heißt nicht ohne Grund so. 9 Straßensperren müssen wir durchbrechen mit dem Teil. Wir sind gerade mal bei 3. Ordentlicher Truck auf jeden Fall. Sollte jeder seinen Fuhrpark haben, so ein Ding. Okay, ich sehe schon, da vorne kommt ein Tanklaster. Den sollten wir vielleicht erst zerstören, bevor wir da durchfahren. Jawohl, okay. Weil wenn wir da einfach so durchfahren, haben wir ein Problem. Dann, also ich glaube, ein explodierender Tanklaster, der kriegt selbst den Witwenmacher kaputt. Oh, ein Heli. Na gut, den kann ich jetzt aber nicht wegschießen. Ich meine, ich kann natürlich jederzeit meine Pistole... Diese Hurensöhne platt und hub am besten jedes Mal, wenn du einen erwischst. Dann weiß ich, wann ich jubeln kann. Wie hupe ich denn? Hupe ist auf F. Ja, das macht ja auch Sinn. F wie Hupe halt. So, runter von der Straße hier, hör mal. Mach Platz für den Witwenmacher. Die rufen Verstärkung, aber das kommt alles zu spät, Freunde. Das kommt alles zu spät. Oh, Wildwechsel. Runter von der Straße, sonst seid ihr tot. 6 von 9. So, ich glaube, wir müssen links lang. So, einfach durchfahren, hör mal. Mit so einem Quatsch wie Straßensperren halten wir uns gar nicht auf. Wir fahren da einfach durch. Also dieser Truck ist auf jeden Fall absurd geil. Hätten wir uns vielleicht schon früher besorgen sollen, hätte die eine oder andere Aufgabe sicherlich erleichtert. Ist natürlich jetzt nicht der leiseste Zeitgenosse. Okay, wenn wir mit dem unterwegs sind... Oh, runter vor der Straße, Kühe! Wenn wir mit dem unterwegs sind, sind wir jetzt nicht besonders leise. Okay. So, eine Straßensperre fehlt noch. Und dann bringen wir mit der guten Mary May den Truck von ihrem Dad zurück und dürfen den wahrscheinlich ab dann auch fahren. Wenn wir also mal was Dickes, Explosives brauchen, wissen wir Bescheid. Wie du mit dem Truck umgehst, hätte mein Dad stolz gemacht, Deputy. Und jetzt bring ihn heim nach Falls End, wo er hingehört. Bring den Witwenmacher zurück. Achso, Moment, da muss ich aber woanders lang fahren. Ja, auf jeden Fall ein krankes Teil. Und wir sehen auch hier, da ist so ein kleiner Bildschirm, da sehen wir auch die Waffe drauf. Oh, Moment, da hat jemand eine Quest. Sollen wir ganz kurz aussteigen? Ich hoffe, ich darf aussteigen. Hey, du. Ich habe Judges in der Nähe gesehen. Wenn die Chat wittern und das, was er kocht, ist er erledigt. Also los jetzt. Ich will nicht tatenlos zusehen, wie noch ein guter Mensch stirbt. Ja, ja, okay. Nur kurz die Quest annehmen. Chad Wolanski. Jemand, der irgendwelche Drogen kocht und Hilfe braucht. Ne, wenn wir schon vorbeifahren mit dem... Jungs, ne?
Dann können wir ja zumindest ganz kurz die Quest annehmen. Das ist halt auch so richtig American Lifestyle, ja, so einen fetten Truck. Die haben ja auch in Amerika diese Trucks mit den langen Motorhauben, das haben wir ja bei uns gar nicht. Dazu die passende Musik und die passende Inneneinrichtung mit amerikanischem Design. Dann diese Hupe und natürlich Maschinengewehre vorne dran, da ist noch eine Quest. Da ist natürlich alles stimmig. So, bitteschön. Schöner Truck, oder? Richtig schöner Truck. Der Witwenmacher. Meine Güte, schau ihn dir an. Fährt sich ziemlich gut, was? Muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirklich Erinnerungen. Ich habe früher immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Mein Vater hätte dich gemocht. Wenn du den Witwenmacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles klar? Danke nochmal, Deputy. Alles klar, mein Schatz, mach das. So, damit sollte die Mission, ja, abgeschlossen sein. Wunderbar. Das war der Witwenmacher. Und jetzt kriegen wir nicht nur den Truck, sondern auch noch die $400, die wir jetzt bei jeder Mission kriegen. Normalerweise war das ja eine Hauptmission, die uns auch Widerstandspunkte gebracht hätte für John. Aber da wir die ja jetzt schon voll haben, die Widerstandspunkte, kriegen wir jetzt einfach ein bisschen Kohle jedes Mal. Ist aber ja auch ganz nett. So, da vorne hatte doch noch jemand ein Ausrufezeichen, oder? Vielleicht ist er jetzt auch schon wieder verschwunden. Nee, da ist er noch. Diese Ausrufezeichen ohne Symbol sind meistens einfach nur Hinweise auf jemanden, den wir mal besuchen sollen oder sowas. Also quasi, wo wir die nächste Nebenmission finden können. Morgen! Für all deine Hilfe. Ich war im Wald, als mich einer von diesen kranken Wölfen angegriffen hat. Plötzlich sprang dieser Irre auf mich zu, nur mit einem Messer bewaffnet. Ich weiß nicht, ob er überlebt hat. Vielleicht kannst du es rausfinden. Bo Adams, neuer Charakter entdeckt. Ja, seht ihr? Ist immer nur so ein Hinweis auf einen Charakter, den wir irgendwo suchen sollen. Wir machen aber heute zum krönenden Abschluss noch was anderes. Wir schnell reisen jetzt zur Ranch von John C. zurück. Und dann sind wir aber auch, danach sind wir auch durch für heute. Ja, also so werden wir jetzt noch vielleicht, ich schätze, 2-3 Parts noch sogar, dass wir halt das Gebiet hier wirklich komplett abgeschlossen haben. Ich will das fertig haben, bevor wir ins nächste gehen. Ich bin so jemand, ich mache das gerne alles. Und die Missionen sind ja teilweise einfach lustig, wir haben sie nur nicht gemacht, weil wir andere gemacht haben. Aber ich will sie ja trotzdem machen. Deputy, ne? John Seed und seine Schergen haben fast unseren gesamten Treibstoff abgezapft. Kannst du ein paar Tankwagen von Eden's Gate kapern und nach Falls End bringen, bevor es richtig ernst wird? Damit hältst du sie auf und uns am Laufen. War ja noch eine andere Mission jetzt, oder was? Und hier ist noch jemand, der schon... Alle wollen irgendwas von uns. Moin! Ah, die ist aber auch ein bisschen speckig hier, die Kleine. Ich habe mir angesehen, was die Sekte in der alten Brauerei treibt. Die Laster fahren mit Pflanzen rein und mit Fässern voll Drogen wieder raus. Das ist eine Blissfabrik und die sollten wir stilllegen. Whistling Beaver Brauerei, Sektenaußenposten. Moment, Moment, Moment. Aber das dürfte ja nicht in dem Gebiet sein, sondern das dürfte schon im nächsten Gebiet sein. Oh ja, da ganz hinten. Krass, also die geben uns jetzt sogar hier in dem Gebiet schon Hinweise auf Außenposten, die ganz woanders sind, nämlich in den tiefen Regionen von Thave. Das ist natürlich nett, dass sie uns da schon Hinweise geben. Das heißt, wenn wir hier Missionen sammeln, Missionen noch machen, sammeln wir schon Infos für fürs nächste Gebiet. Ich wollte aber eigentlich ein Flugzeug mir schnabulieren. Wir haben doch ein Flugzeug bekommen nach der Hauptmission. Oder nicht? Wir haben doch diesen Dogfighter hier, den. Warte mal. Dogfighter und Affirmation. Ist das dasselbe Flugzeug? Ah nee, das hier ist sogar ein Adjudicor FBW-2. Mit dem haben wir auch die Mission gemacht. Und da werden wir jetzt mal einsteigen. Den kleinen Weltkriegsbomber hier werden wir mal wieder besteigen. Dafür nehme ich mir aber jetzt wieder den Controller in die Hand. Gut, dass man so flüssig wechseln kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, damit komme ich besser klar. So, wir starten. Vielleicht können wir ja sogar mit dem Flugzeug auf das Yes-Symbol schießen. Können wir auch ausprobieren. Hier in so einem alten Flieger, alles klappert und rappelt, aber es ist... Er fliegt! Er fliegt! Und sieht doch schick aus. Hast du tatsächlich ein Stück von Johns gigantischem Schild runtergerissen? Wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich das ganze Ding in die Luft jagen. Ah! Das würde echt niemand vermissen. Geil! Doch, derjenige hatte recht. Dankeschön. Grüße gehen raus. Ich wäre niemals selber auf die Idee gekommen, da hinzufliegen und darauf zu schießen. Dann ist es ja sogar richtig geil, dass wir ein Flugzeug haben, weil damit funktioniert es natürlich am besten. Nein heißt nein. Zerstöre den Yes-Schriftzug. Geil! Dankeschön. Cooler Hinweis auf jeden Fall. Nicer Dude, der das mir geschrieben hat in den Kommentaren. Aber mit dem Flugzeug ballerst du das Ding einfach weg.
Finde ich auch schön den Namen der Mission. Nein heißt Nein. Wir haben nämlich niemals Yes gesagt. Wir haben uns immer verweigert. Und dementsprechend passt es also, dass wir auch den Schiffszug zerstören. So, komm. Das ist ein verflucht riesiges Schild. Mach weiter. Ja, das ist leider wirklich verdammt riesig. Ist gar nicht so leicht, das alles zu treffen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber die Hälfte haben wir schon. Oh, warte mal. Ich glaube, das Flugzeug hat auch noch andere Waffen. Warte mal, R1. Woo! God damn. Das hat ja noch richtige Raketen, das Flugzeug. Geil. Gut, damit habe ich jetzt aber nichts zerstört. Aber ist egal. So. Jetzt habe ich keine Munition mehr drin. Nein, ich habe gerade so eine schöne Position hier. Okay, das haben wir noch. Jetzt haben wir es fast. Noch einen Anflug und dann haben wir es aber kaputt. Nur noch da links das von dem E und dann noch von dem... Und jetzt noch da oben das. Das verdammte Ding wird wirklich niemand vermissen. Leider hat John dessen Zerstörung nicht mehr miterleben können. Nee, John hat die Zerstörung nicht mehr miterleben können. Das wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn wir das Schild schon kaputt gemacht haben. Hätten, während John noch am Leben war, weil dann hätte er sich bestimmt bei uns beschwert von wegen, hör mal, du kannst doch nicht mein tolles Schild kaputt machen, das ist so schön. Aber ich wusste vorher nicht, dass es da eine Mission gibt, wenn man das kaputt macht. Also Grüße gehen raus an denjenigen, der das geschrieben hat. Dankeschön dafür, hätte ich nicht gedacht. Und wäre ich auch selber, glaube ich, nie drauf gekommen, aber so ist natürlich ganz geil, haben wir die Mission auch erledigt. Und jetzt sind wir natürlich gerade schon im Flugzeug unterwegs, deswegen werden wir jetzt noch eben die letzten Silos zerstören. Ich muss nur gucken, wo wir die finden. Aber die macht man eben am einfachsten aus dem Flugzeug raus, deswegen... Ein Silo habe ich auf der Karte markiert, das ist hier vorne, das habe ich mir jetzt schon markiert da, das werden wir eben mitnehmen. Insgesamt fehlen im Holland Valley aber noch 4 Stück, also nachdem noch 3. Müssen wir mal gucken, ob wir die noch finden, sonst wird der Part auch zu lang hier, aber jetzt haben wir gerade das Flugzeug mit den Waffen, deswegen macht es natürlich jetzt Sinn, die Silos mal eben kaputt zu machen. Vielleicht einfach mit einer Bombe? Einfach einen Bombenabwurf machen? Reicht das schon? Oh ja, das reicht schon. Okay, Silo ist kaputt. Ich versuche jetzt gerade Ausschau zu halten. Also ich habe nicht alle Silos auf der Karte markiert. Eins habe ich noch markiert. 2 Silos fehlen dann noch, die nicht markiert sind. Ich versuche jetzt gerade einfach durch Umgucken. Rote, die sind ja doch relativ weit zu sehen. Das sind einfach so rote Dinger. Also die Weitsicht ist eigentlich doch für die Silos ganz gut. Auch aus dem Flugzeug erkennen wir die doch eigentlich ganz gut. Ich meine da vorne, das müsste eins sein. Ich sehe es jetzt nicht so ganz genau, aber das könnte ein Silo sein. Dann hätten wir schon 2 noch und dann fehlt nur noch 1. Ja, das sieht sehr nach Silo aus. Das ist gut. Jawohl, 12. Weiß auch schon, wo Nummer 13 ist. Dann fehlt aber nur noch das letzte. Jawohl, 13. Yes, 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 yes. Aber wo ist das letzte Silo? Deputy, du bist jetzt im Henbane-Gebiet. Du darfst deinen Sinnen nicht trauen. Und auf gar keinen Fall darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos, aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschlurfenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Ja, Faiths Region haben wir kurz angetriggert schon. Da vorne sehe ich ein Silo, es könnte aber sein, dass es nicht hier in dem Gebiet liegt. Da werden wir uns ja dann auch demnächst aufmachen zu ihr. Was wir schon so hören können, so ein bisschen, ist, dass da also noch mehr von diesen Zombies auf uns warten, die also komplett auf Bliss sind. Ich meine, gut, ich kann das Silo ja hier kaputt machen. Ich glaube nur nicht, dass das Richtige ist. Weil das sieht so aus, als wäre es schon im nächsten Gebiet quasi. Aber wir können es ja mal kaputt machen. Das war der letzte. Gut gemacht, Deputy. Du hast der Sekte einen gehörigen Dämpfer verpasst. Einen riesigen Dämpfer. Du hast sie regelrecht kastriert. Jetzt werden sie vorsichtiger sein. Das sollte dem Widerstand das Leben leichter machen. Weiter so. Jag sie hoch ist damit auch abgeschlossen. Haben wir heute schon viel so Abschüsse hinbekommen. Wir haben nämlich alle Außenposten, wir haben jetzt alle Silos und jetzt fehlen nur noch hier so ein paar Aufträge. Die machen wir noch und dann sind wir hier auch mit dem Gebiet durch. Die Prepper-Verstecke, weiß ich nicht, ob wir die alle noch machen. So, und unsere nächste Hauptstory-Mission führt uns nach da vorne. Da springen wir jetzt noch ab. Ja, das Flugzeug müssen wir ja noch loswerden, das heißt, wir springen jetzt da vorne raus. Und dann machen wir Schluss für heute. Aber sehr cool, dass wir da so ein paar Enden mal gemacht haben. Ich bin immer, das tut immer gut, finde ich, wenn man Sachen abgeschlossen hat. Wenn da steht 7 von 7, 14 von 14, Sachen erledigt. Ja, das tut immer gut. So. Raus aus dem Flugzeug, rein in den Fallschirm.
Das Flugzeug fliegt jetzt voll darunter. Sorry, ich habe da mein Flugzeug fallen lassen. Tut mir sehr leid. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Ich hoffe, das hat alles geklappt mit der Aufnahme. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Euer Walle. Bye, bye.